In dieser Gesellschaft gibt es ein Riesenproblem. Überall sind richtig, richtig viele chronische Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs. Im schlimmsten Fall bist du selbst betroffen oder du suchst halt nach Informationen für deine Familie, deine Freunde oder Bekannte. In diesem Video erfährst du, wie du dich schützen kannst, wie du diesen Krankheiten jetzt schon was entgegensetzen kannst, denn das Vorbeugen ist das Allerwichtigste. In diesem Video geht es um Brokkoli und ich weiß, jeder hat schon mal Brokkoli gegessen und du könntest jetzt sagen, okay, ja, cool, ich esse manchmal Brokkoli, alles fein, aber so ist es halt nicht. Bringt dir halt gar nichts, einfach Brokkoli zu essen, denn du hast Brokkoli immer falsch gegessen und ich erkläre dir mit einem einfachen Trick, wie du es richtig machst. Es geht ja nicht um Brokkoli, sondern es geht um Sulforaphan und dieser Pflanzenstoff ist halt im Brokkoli enthalten, aber an den willst du ran und wenn du jetzt einfach Brokkoli kurz schneidest und in den Kochtopf wirfst und dann isst, dann hast du kein Sulforaphan. Das heißt, wie kommst du an diesen wichtigen Pflanzenstoff ran? Um ans Sulforaphan zu kommen, musst du den Brokkoli richtig zubereiten. Das erkläre ich dir jetzt. Es gibt zwei Wege, wie du richtig gut an Sulforaphan rankommst. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was Sulforaphan überhaupt ist und warum es so unglaublich wichtig ist, dass du diesen Pflanzenstoff in deinem Alltag integrierst. Sulforaphan ist ein Pflanzenstoff, der Entzündung vermindert und besonders in der Vorbeugung gegen Krebs richtig, richtig viel Forschungsinteresse geweckt hat. Allerdings sperren Kohlgewächse Sulforaphan in ihren Zellen weg und deswegen kommen wir halt nicht dran. Pflanzen müssen sich halt irgendwie schützen und das liegt daran, dass sie keine Gliedmaßen haben und nicht weglaufen können. Sie können sich halt nicht fortbewegen und müssen sich trotzdem perfekt an die Umwelt anpassen. Zum Überleben brauchen sie also andere Mechanismen. Zum einen machen sie das durch die Wurzeln, also sie halten sich gut fest, und zum anderen entwickeln sie Stoffe gegen Fressfeinde. Pflanzen bauen Dutzende Pflanzenstoffe, die Feinde abwehren und sie davor schützen, aufgegessen zu werden. Sulforaphan ist einer von diesen Pflanzenstoffen und ein beißendes Senföl. Und dieses beißende Senföl, das merkt man auch so wie bei Rettich auf dem Gaumen, das ist sehr scharf und kann so ein bisschen bitter kitzeln. Dieses Sulforaphan, dieser Pflanzenstoff, der vertreibt Insekten vom Brokkoli. So ziemlich alle Kreuzblüter schützen sich mit diesem Sulforaphan. Also es geht nicht nur um Brokkoli, sondern halt auch um Rucola, um Blumenkohl und so weiter. Erst wenn das Enzym Myrosinase freigesetzt wird, kommt man an das Sulforaphan ran, denn das Senföl wird aufgespalten. Das Problem ist dabei, dass die Pflanze das Senföl glykosid und die Myrosinase, also das Enzym, an verschiedenen Orten aufbewahrt, damit es nicht die ganze Zeit schon passiert. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Wand zerstören. Denn erst wenn zum Beispiel der Fressfeind, also irgendwie so eine Kohlfliege, diese Zelle aufschneidet, kommen diese beiden Stoffe zusammen und dann gibt es halt dieses Senföl und dann weg damit. Also die wollen halt nicht gegessen werden. Du bist anders als der Fressfeind Kohlfliege, aber auch wir Menschen sind natürliche Fressfeinde des Brokkolis. Und wie du dich von dieser Kohlfliege unterscheidest, ist halt einfach, dass du weißt, dass dieses Sulforaphan nicht schlecht für dich ist, sondern du weißt von der Homesis, die besagt, dass diese Verteidigungsstoffe aus der Natur uns nutzen und auch irgendwie vorbeugend sind für uns. Und deswegen möchtest du an die Sulforaphan rankommen. Warum du an Sulforaphan rankommen willst, obwohl das halt ein Fraßschutz ist, ist eigentlich ziemlich klar. Denn die Wirkung gegen Krebs ist sehr, sehr gut untersucht. Zu den meistzitierten Leistungen von Sulforaphan gehört seine Wirkung gegen Krebs. Und Forschungen des Universitätsklinikums Heidelberg zeigten, der Pflanzenstoff legt selbst aggressive Tumorstammzellen lahm. Diese aggressiven Tumorstammzellen gelten als ziemlich, ziemlich widerstandsfähig und gefährlich, weil sie nach der Chemotherapie häufig eine Resistenz gegen die medizinische Behandlung ausbilden. Sulforaphan macht diese anfälliger für die Krebsbehandlung, kann also super gut komplementär wirken. Außerdem beschleunigt es die Entgiftung und Ausscheidung von diesen krebserregenden Stoffen aus Lebensmitteln und der Luft. Wenn du also Bekannte hast, Freunde hast, Familie hast, die Krebs haben, ist es ein super guter Rat für die, die mal auf das Thema Sulforaphan aufmerksam zu machen. Besonders wenn die in der Chemotherapie sind, kann es komplementär super gut wirken, weil diese aggressiven Tumorstammzellen halt besser attackiert werden können. Und pflanzliche Medizin, pflanzliche Wirkstoffe wirken halt am allerbesten vorbeugend. Das heißt, wenn du noch nicht selbst in der Lage, in der Situation bist, dass du eine Diagnose hast, ist es für dich super cool, dass du dieses Video siehst, denn du kannst einfach mit Sulforaphan präventiv, vorbeugend damit Maßnahmen ergreifen, die wirklich einfach umzusetzen sind, wenn du verstehst, wie du an dieses Sulforaphan rankommst. Aber auch gegen andere Erkrankungen hilft Sulforaphan. Sulforaphan wirkt entzündungshemmend und antioxidativ und hilft damit gegen Krankheiten wie Diabetes, es wurde nachgewiesen, oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ich habe mich übrigens mit dem Thema super viel auseinandergesetzt, weil in meinem sehr, sehr engen Umfeld, in meiner Familie, in meiner direkten Familie, es leider eine Krebserkrankung gab und wir geguckt haben, was kann man machen? Was kann man machen zur Vorbeugung, dass sowas nicht wiederkommt? Was kann man machen zur Unterstützung und so weiter? Deswegen ist das für mich ein krasses Thema auch, auch wenn ich das jetzt hier einfach locker in einem Video versuche zu verpacken. Aber auch wenn es nicht um dieses Thema geht, so für Rafan, ist auch spannend für ein längeres Leben. Denn als super starkes Antioxidant kann Sulforaphan wirken im Körper und es ist auch ziemlich bekannt, dass es gegen Übergewicht hilft. Weil es ist ziemlich klar, wenn ein Pflanzenstoff gegen Diabetes hilft, gegen Herzverfettung und so weiter, dass da eben ganz, ganz viele Mechanismen stattfinden und es nicht nur um irgendwie eine kleine Sache geht. Sulforaphan fördert auch einen ausgewogenen Darm. Denn Sulforaphan normalisiert die Zusammensetzung der Darmflora. Um auf den Anfang vom Video nochmal zurückzukommen, also du willst jetzt bestimmt wissen, wie du effizient an Sulforaphan rankommen kannst, weil das ist einfach ein ultra wichtiger Stoff sein kann für uns. Und das geht wie folgt. Damit Sulforaphan durch das Enzym entstehen kann, musst du den Brokkoli, also die Zellen davon zerstören. Das geht, indem du einfach mit einem Messer ziemlich fein den Brokkoli schneidest. Normalerweise in unserer Gesellschaft nehmen alle irgendwie einfach nur grobe Brokkoliröschen und kommen deswegen nie daran. Aber du musst es eigentlich zerhacken, am besten klein schneiden. Und dann sind die Zellen aufgebrochen. Und dieses Enzym muss jetzt wirken und es wurde gezeigt, dass es am besten ist, wenn du das Ganze 45 Minuten roh so stehen lässt. Also nicht nach dem Schneiden direkt in den Kochtopf werfen, sondern fein schneiden und dann 45 Minuten stehen lassen. Du kannst übrigens nach 45 Minuten diesen rohen Brokkoli dann auch dünsten, also bei niedriger Temperatur ein bisschen Wasser. Am liebsten nicht in super viel Wasser und das ganze Wasser wegschütten, denn es gehen sehr viele Pflanzenstoffe einfach auch ins Wasser. Das heißt, mit wenig Wasser und das Wasser am besten dann mittrinken oder eben verdunsten lassen beim leichten Dünsten. Du kannst Sulforaphan natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen, aber ich möchte nur anmerken, dass es sehr, sehr viel mehr Mechanismen gibt in so einer Pflanze als nur diese Mechanismen von einem isolierten Stoff. Und es gibt auch eine wissenschaftliche Diskussion darüber, ob Sulforaphan an sich wirksam ist oder eben im Verbund als ganze Pflanze wirksamer ist. Ob es nur um die Dosis geht oder eben ob es darum geht, dass du eine natürliche Ressource nimmst wie Brokkoli. Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, an Sulforaphan ranzukommen, wenn du einfach nur den Brokkoli fein schneidest und 45 Minuten stehen lässt. Aber es ist doch irgendwie ja, ein bisschen umständlich, weil die Alltagsplanung sieht meistens nicht so aus, dass man dann irgendwie erstmal eine Dreiviertelstunde wartet und danach sein Essen zubereitet. Deswegen gibt es auch andere Wege, die ich dir jetzt verraten will. Und der beste Weg ist tatsächlich, gekeimte Brokkolisamen zu nehmen. Denn in Brokkolisamen ist natürlich auch sehr viel von diesen Pflanzenstoffen enthalten. Und man kann die sehr gut zerkauen und roh essen. Weil Brokkoli isst man nicht so gerne roh, 45 Minuten warten, dann dünsten, also eine Stunde dabei sein. Und Brokkolisamen kann man einfach essen, indem man einen Teelöffel nimmt, einmal am Tag und zum Essen einen Teelöffel isst, sich das über einen Salat tut oder eben über Brokkoli, den du ganz normal zubereitest, einfach ein bisschen Brokkolisamen tust und diese gut zerkaust. Ich esse die sogar einfach so aus der Tüte. Ich finde die super lecker. Warte, ich zeige dir mal, wie die aussehen. Ja. Und ich schütte mir die immer einfach so in den Mund hier. Das Gute ist, wenn man eine natürliche Pflanze nimmt, dann kann man super schwer überdosieren. Denn überdosieren geht eigentlich nur mit isolierten Stoffen. Also die Nebenwirkungen sind super, super gering, aber also praktisch unmöglich, wenn man Brokkoli isst oder Brokkolisamen nimmt. Wenn du jetzt natürlich isoliertes Sulforaphan nimmst, dann ist schon so, da kannst du natürlich so viele Tabletten nehmen und dann könntest du es theoretisch auch überdosieren. Das Geniale an diesen Brokkolisamen ist, das ist eine Ur-Brokkolisorte und die sind sogar noch gekeimt. Und durch diesen Keimprozess potenziert sich das Sulforaphan nochmal. Wir haben eine Laboranalyse gemacht, wo wir geguckt haben, wie viel Sulforaphan ist in Brokkolisamen im Vergleich zu genau diesen gleichen Brokkolisamen, wenn sie gekeimt sind. Und der Sulforaphan-Gehalt
der ist halt höher in den gekeimten. Deswegen haben wir bei Aho gekeimte Ur-Brokkoli-Samen. Und ich habe dieses Produkt, wie gesagt, entwickelt erst, weil wir eine Story haben, wo wir sagen, okay, nee, das ist uns total wichtig, dass wir das in unseren Alltag einbauen und unterstützend entweder zu Chemotherapie das geben oder eben auch präventiv danach, dass solche Erkrankungen wie eine Krebserkrankung nicht wiederkommen oder im Idealfall halt nicht wiederkommen. Man weiß es natürlich nie, aber man kann das Beste tun, was man tun kann. Und Brokkoli ist jedenfalls eine der besten Sachen, die man tun kann. Ich weiß, das wirkt jetzt vielleicht einfach so wie irgendein Werbevideo für irgendein Produkt, aber so ist es halt einfach nicht, denn das Produkt gab es nicht und wegen den Erkenntnissen zu Sulforaphan habe ich dieses Produkt entwickelt und jetzt nehme ich das jeden Tag. Und es ist einfach so, dass es mir super hilft, das sehr einfach in meinem Alltag umzusetzen. Ich esse auch super gerne Brokkoli, Blumenkohl und so weiter, aber es hilft mir einfach, hiervon einen Teelöffel zu nehmen und egal über welches herzhafte Gericht, ich mache das einfach drüber und esse das jeden Tag. Und so hat man diesen Pflanzenstoff einfach regelmäßig in seiner Ernährung und darum geht es auch bei pflanzlicher Medizin oder alternativeren Sachen, dass die wirken nicht super schnell wie manche Medikamente, sondern die wirken über einen langen Zeitraum, wenn man wirklich lange über Tage, Wochen, Monate, Jahre bestimmte Pflanzen in seiner Ernährung hat, dann wirken die, dann breitet sich das aus und dann kann es auch einen Schutz geben. Und das ist eben dort auch so. Also ich empfehle niemandem, kauf euch jetzt eine Tüte und esst die möglichst schnell auf, sondern es ist einfach cool, wenn man einmal am Tag irgendwie so einen Teelöffel davon nimmt und dann hält das auch ewig. Das Wissen über Sulforaphan und wie ihr am besten daran kommt, sollte auf jeden Fall geteilt werden. Deswegen teilt dieses Video sehr, sehr gerne mit Leuten, die irgendwie betroffen sind oder eben die sich wirklich Gedanken machen, eine vorbeugende, gute Ernährung zu haben. Ich würde mich super freuen, wenn du ein Abo dalässt und ein Like nach oben. Also bis zum nächsten Mal und so sein.